Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute muss leider da die Softbox stehen, weil es draußen so dunkel ist. Aber ich wollte endlich dieses Video für euch abdrehen, weil ihr es ja schon auch euch gewünscht habt und ihr es schon erwartet. Und zwar meine Juli-Favoriten werde ich euch heute vorstellen. Ich würde sagen, ich beginne mal mit Gewand. Da habe ich zum einen diesen mega schönen schwarzen Rock. Sehr, sehr oft getragen mit einfach einem einfärbigen Oberteil, egal ob Top oder T-Shirt. Und der ist von New Yorker. Und den gibt es auch noch aktuell. Dann habe ich hier eine Jogginghose. Die ist einfach so schwarz und hat auf den Seiten zwei weiße Streifen. Und die ist super bequem und super. Ja, also so stretchig. Und die ist von Primark. Und sollte es auch noch geben, glaube ich. Und dann habe ich noch einen Pyjama. So sieht das Oberteil aus. Und so sieht die Hose aus. Und der ist ebenfalls von Primark. Und der ist in den heißen Tagen sehr, sehr bequem als Schlafanzug. Dann zeige ich euch meine Tasche, die ich im Juli so gut wie immer getragen habe. Und zwar ist das diese hier. Die ist jetzt leer, weil ich mir jetzt eine neue Tasche habe. Die habe ich mir gekauft am 1. August. Und die werde ich jetzt auch tragen weiterhin, weil die einfach mega cool ist. Aber diese Tasche habe ich im Juli getragen die ganze Zeit. Und die ist von Primark, glaube ich. Entweder von Primark oder von H&M. Aber ich glaube, sie ist von Primark. Dann kommen wir zu den Pflegeprodukten. Da habe ich einmal ein Deo von Far Pink Passion. 0% Aluminiumsalze, was mir sehr wichtig ist. Duft der pinken Rose. Das hier, das ist auch fast leer. Ich habe es mir auch noch in klein gekauft für meine Tasche. Ich liebe diesen Geruch und das habe ich früher auch schon verwendet und jetzt habe ich es einfach wieder für mich entdeckt und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich noch vom Far ein Duschgel, was ich im Juli super gerne verwendet habe, und zwar Magic Oil Duft des pinken Jasmins. Sieht so aus. Ist jetzt auch schon einiges weg davon und kann ich auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Und dann habe ich noch ein Body Spray von Essence, Good Vibes, Good Moment, Good Memories. Sieht so aus, sehr erfrischend, fruchtig und ist auch manchmal recht gut. Das sind meine drei Pflegeprodukte. Dann habe ich hier noch diese Tasche, diese kleine Kosmetiktasche, habe ich immer in der großen schwarzen Tasche gehabt. Jetzt ist sie einfach wesentlich zu groß für die Tasche, die ich jetzt verwende und deshalb verwende ich was anderes, aber die habe ich im Juli super gerne gehabt als Kosmetiktasche und deshalb habe ich sie auch mit reingenommen und dies war in einem Set von Primark drin. Dann kommen wir zu Songs, da kann ich euch wieder eine Playlist da oben mit den Liedern machen, damit ihr sie auch anhören könnt. Zum einen das Lied Why So Serious von Alice Merton. Auch das Lied Rooftop von Alice Merton, von Sia die Akustikversion von Bird Set Free, von Andreas Borani Hey und von Regina Spektor The Call. The Call war schon mal und Bird Set Free war auch schon mal von meinen Lieblingsliedern. Ja. Dann habe ich drei Apps im Juli super noch einmal neu für mich entdeckt. Also komplett neue Text hinzufügen für so eine Sprüche-Seite, die ich führe auf Instagram. Dann habe ich Snapchat für mich wieder neu entdeckt. Und auch Telonym. Also das habe ich beides super, super oft benutzt im Juli und werde ich auch weiterhin noch. Und ich habe eine YouTuberin super, super oft und gerne geschaut, die ich vorher noch nicht kannte. Und zwar heißt sie
Und zwar heißt der Kanal My Daily Food. Ich verlinke es euch mal da oben irgendwo. Genau, dann könnt ihr bei ihr vorbeischauen. Sie postet eben Food Diaries, aber realistische und auch ungesunde mit den ganzen Snacks und Schokolade, Eis, was auch immer. Also sie filmt wirklich alles ab, was sie isst. Jedes einzelne Keks, also jeden einzelnen Keks, jedes einzelne Gummizeug. Sie filmt wirklich alles ab. Und das ist einfach so realistisch, deshalb schaue ich mir das einfach sehr, sehr gerne an. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, und zwar Beauty. Da habe ich zweimal so eine Foundation-Make-up-Zeugs. Einmal von Miss Lynn Matte 110 Soufflé Foundation. Das sieht so aus, die Farbe. Und dann noch von Essence, das Soft Touch Mousse Make-up Matte in 13 Matte Porzellan. Sieht so aus, die Farbe. Und so. Dann habe ich einen Labello super oft verwendet, und zwar diesen hier. In so einem schönen dunklen Rot. Blackberry Shine ist das. Dann habe ich diese Lidschattenpalette lieben gelernt. Also, die ist super mega geil. Von Manhattan hat nur 9,99 € gekostet. Und dann habe ich noch zwei Mascaras: einmal von Essence, die Volume Hero Mascara Waterproof. Die habe ich letzten Sommer schon mega, also fast immer nur getragen. Und jetzt habe ich sie wieder für mich entdeckt. Und auch von Look by Bieber die Unlimited Lash Mascara in Waterproof. Achso, die Bürsten zeige ich euch auch noch. Das ist diese. Und die ist ein bisschen schief, aber also gebogen. Ja, aber macht nichts. Ja, und das waren dann auch schon alle Favoriten wieder. Diesmal waren es nicht ganz so viele, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen, weil ihr wolltet es ja auch sehen. Ja, und dann würde ich sagen, ja, und dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Tschüss!